Herzlich willkommen zu Spiel Nummer 3 in der Rückrunde. Zweites Auswärtsspiel, es geht nach Frankfurt. Wir haben die Choreos schon gesehen. Die Frankfurt-Fans haben natürlich da nichts Gutes am Big City Club gelassen. Aber man muss sagen, die stehen auf Platz 14, wir auf Platz 3. Das spricht, glaube ich, Bände. An sich, viel ist nicht passiert. Ich habe mir mal die Frankfurter mal genauer angeschaut. Die haben tatsächlich viel Glück gehabt. Oder was heißt viel Glück? Sie sind sehr effektiv auf einmal in der Rückrunde. Haben nicht so wirklich die Chancen für viele Tore, aber gegen Leverkusen hat es dreimal gereicht und gegen Union zweimal. Also quasi jeden Torschuss genutzt, mehr oder weniger. Ja, das wird heute natürlich unterbunden, das ist klar. Und wir machen dann auch die Tore, weil Union und Leverkusen waren da nicht wirklich gefährlich. Aber halt auch zwei Mannschaften, die nicht in Topform sind. Beziehungsweise die ganze Saison schon vor allem Union, der Form hinterherrennt. Wir sind aktuell in Topform und werden jetzt den Frankfurtern zeigen, dass sie zumindest vorerst noch für diesen Spieltag da unten bleiben müssen. Das Wetter da draußen ist nicht ideal und es ist uns aber egal. So schlecht ist es auch nicht und wir werden unser Spiel aufziehen können. Das ist das Wichtige. Das erste Tor ist, ja, jedes Tor ist wichtig, Michael. So, aber herzlich willkommen im Deutsche Bank Park. Florian Flick ist gar nicht dabei. Okay, interessant. Naja gut, aber dafür ein alter Bekannter, Augustin Rogel in der Innenverteidigung der Frankfurter, unser Pressing-Opfer. Wir beginnen erstmal in der Viererkette unverändert. Die Jungs sind einigermaßen alle fit. Auf der 6 Curtis Jones statt Mausehund heute dabei. Luke Stein erstmal wieder auf der Bank, nachdem er da jetzt erkältet ausgefallen ist. Vorne drin Marco ersetzt natürlich Matheus Franca, der kurzzeitig ausfällt. Und auf der linken Seite beginnt, wie heißt er? Bayer, Maxi Bayer, genau. Und drin Willis, das ist klar. Mal gucken, wie lange er durchhält. Willis, Rooney, die sind Dardai, Björkan, die sind alle nicht 100% fit. Aber es sollte reichen zum Spiel. Sagen wir mal, so die 95% haben sie. So, Curtis Jones. Heute darf er sich mal ein bisschen der Ballverteilerrolle zeigen. Vielleicht fühlt er sich da ein bisschen wohler. Kriegt jetzt hier wieder den Ball. Björkan. Björkan geht vorbei, Willis, mit der ersten Chance. Hertha hat richtig Spaß am Spiel. Ja, das habe ich auch, aber der Abschluss, der hat mir nicht so Spaß gemacht. Björkan, zurück auf Curtis Jones. Dardai, Marco Prkljača geblockt. Max kriegt den erstmal geklärt, Sosa ist da. Finde ich sehr witzig, dass Augustin Rochelle hier wieder, dass wir mal wieder auf ihn treffen. Bei Hannover gar keine Rolle mehr gespielt, nicht mal einen einzigen Einsatz bekommen in der Hinrunde. Jetzt ausgeliehen zu den Frankfurtern. Ja. Mal gucken, ob er sich da wieder empfehlen kann, vielleicht für eine neue Rolle. Haben die eigentlich eine Kaufoption für ihn? Das würde mich mal interessieren. Ja, 1,3 Millionen. Ja, haben sie gut rausgehandelt an sich. Prkljača, Freistoß kommt. Nochmal raus, Prkljača. Ball erstmal geklärt, bleibt aber noch bei uns. Emilio Lara. Mit Rahmani, Dardai. Boah, verliert ihn. Könnte eine Konterchance sein. Foti. Yvonne Dika. Gut aufgepasst von Björkan. Prkljača holt ihn sich zurück, sehr stark. Aber Willis spielt den Fischer in die Füße. Ein langer Ball für Sosa. Lara ist da. Und Altay lang weg. Hitziges Spiel hier. Viel Zweikämpfe, viel lange Bälle. Björkan verschätzt sich gegen Thielmann. Thielmann mit einer klasse Flanke und es war kein Abseits von Sosa. 1-0 für die SGE und die Heimfans rasten aus. Das war Stegemann. Er kennt es vorab. Okay, Glück gehabt. Glück gehabt. Ich hätte jetzt gesagt, er war eigentlich kein Abseits. War er auch. Ach so, passives Abseits hier. Von Foti. Na gut. So, ich feuer die Jungs einmal an. Lara mit Prkljača. Dann läuft über Dardai, jetzt ist die andere Seite. Jawohl, Curtis Jones, der hat Ideen. Ne, hat er nicht. Altay Gechter, aber jetzt wieder Curtis Jones. Mit Maxi Bayer und schön raus für Björkan. Björkan bearbeitet die linke Seite, kommt aber nicht durch. Und jetzt raus aus dem Loch. Guter Pass für Dardai, Rooney. Und der hat auf einmal ganz viel Platz, probiert es mit rechts. Pavlenka ist da. Irgendwie hat er jetzt auf einmal angefangen, nur noch mit rechts zu schießen, ne? Naja. HSV geht 2-0 in Führung gegen Bochum, nachdem Winzheimer den Elfmeter zum Anschluss vergibt.
Ah, da hier links raus die Björk. Also an sich ein dominantes Spiel von uns. Nur eine Frage der Zeit, wann hier das Tor fällt. Alejo Velis könnte aber auch abseits gewesen sein. Könnte natürlich ebenfalls abseits gewesen sein. Schauen wir, was der Schiedsrichter sagt. Ich muss sogar sagen, es war deutlich, ne? Nee, es ist gegeben. Sehr, sehr geil. Alejo Velis Kopfballtor nach Flanke von Maxi Bayer. Und ich hätte sogar gesagt, der war eigentlich abseits. Für mich ist das Abseits. Für mich ist das deutliches Abseits. Aber gut. Wenn der Schiedsrichter das nicht pfeift, ich bin der Letzte, der was dagegen sagt. Wir gehen 1-0 in Führung mit dem Abseitstor durch Alejo Velis. Glück gehabt. Glück braucht man auch. So, jetzt ist 2-0 nachlegen, dass Frankfurt hier gar keine Hoffnung hat. Und dass sie sich wieder so fühlen wie in der Hinrunde. Das wäre ganz, ganz wichtig. Fischer mit einem Einwurf zum Gegner. Ja, da haben sie sich alle aufgestellt und jetzt natürlich die perfekte Konterchance für uns. Lara verpasst so ein bisschen das Abspiel. Dann der Seitenwechsel rüber auf Bayer. Kriegt ihn noch verwertet. Björkan. Björkan, scharfe Flanke. Willis kommt reingesprungen, aber schwierig zu verarbeiten. Abschlag, Palflenka. Oh, klasse angenommen von Amir Rahmani. Rooney ackert mit nach hinten. Gegen Sosa und dann fast den Ball erobert gegen Max. Gegen Max. Gegen Philipp Max. So, Rooney. Mit Rahmani. Dardai Jones. Schwieriger Ball für Bayer. Fischer fängt den ab und Fischer geht einfach mal die Linie lang. Björkan kommt nicht hinterher. Sosa, nächster Kopfball. Vorbei. Lara da immer ein bisschen zu weit weg von Ramon Sosa. Aber der kann die Chancen bisher nicht nutzen. Thielmann, also auch die Frankfurter ganz schön erschöpft gerade. Thielmann, Lindström, Fischer, Max, Ndicka. Also da haben sie auch einige dabei. Gut, unser Team sieht auch nicht besser aus. Aber wir führen hier 1-0. Sehr, sehr gut. An sich läuft das ganz gut. Kann man erstmal so weitermachen. Rooney kommt bisher noch nicht so in die Partie. War aber in der letzten Partie auch so, dass er da. Gut, da war es halt nach dem Wechsel auf die linke Seite. Den wird es heute wahrscheinlich nicht geben. Aber dass er da vor allem in der zweiten Hälfte mit den zwei Vorlagen geglänzt hat. Philipp Max, abgefälscht, Björkan kann klären. Boah, da wurde zwar kurz gefährlich. Für uns geht es ja am Donnerstag schon wieder weiter gegen Ferencváros. Fahren wir nach Budapest und spielen da Europa League. Auch da wieder ein Pflichtspielsieg und am Sonntag geht es dann gegen die Münchner. Felix verliert den Ball an Meier, Thielmann. Lindström, gut aufgepasst von Lara. Fischer, Lindström an die Latte und raus mit dem Ball. Gut so. Wir werden jetzt wieder wechseln, ähnlich wie wir es getan haben gegen die Leverkusener. Tempo spielen wir hier höher. Geben den Frankfurter den Ball und gehen hier ein Stück weiter zurück. Dazu kommt Rooney raus, Lukas Mekka über die rechte Seite. Mauso und rein für Brkljača. Genau, er wieder als Volante und er dann als Spielmacher, genau. Und das sind die ersten beiden Wechsel. Dann wahrscheinlich noch Bayer für Emilio Lara, der dann nicht ganz so toll aussieht, muss man sagen. Auf der rechten Seite. Auch nicht unbedingt schlecht, aber jetzt halt auch nicht. So gut. Ja, ich glaube, jetzt ist dann auch der Zeitpunkt gekommen, hier eben auch zu wechseln. Jordan Bayer kommt dann rein. Und Dardai, da werden wir wahrscheinlich dann auch noch gleich wechseln. Bringen hier aber nochmal Ben Richards, der ist dann offensiv. Mit Lukas Mekka gestaltet, Maxi Bayer. Mit der Vorlage geht er nach Hause. Für heute. Köln mittlerweile das Spiel gegen die Gladbacher gedreht. Auch bei denen sieht es wirklich zappeduscht da aus. Da muss. Ja, wir sind noch Zeit, dass der Uli geht. So, klasse Pass mit Lukas Mekka, aber drüber war auch kein Abseits. Hätte er vielleicht mitnehmen können, dann nochmal querlegen, aber ja, schwierig.
Jetzt die Frage dann. Bringen wir Aiwu, bringen wir Lukstein. Benardei, der sie die letzten 10 Minuten wahrscheinlich nicht mehr durchhält. Werden Mausehund und wir geben Lukstein die Spielzeit. Auch solche Spiele sind eben wichtig für junge Spieler, dass sie an Erfahrung gewinnen. Diese knappen Spiele, die muss man auch gewinnen. Also ich kam von der SGE nicht viel. Vielleicht machen wir jetzt hier das 2-0. Curtis Jones mit der Ecke. Lässt sich viel Zeit. Ball kommt nochmal raus zu ihm. Curtis Jones kommt lang. Ja, und Lukstein wird gezogen von Jakic. Hab ich auch gesehen. Genauso habe ich es auch gesehen, Schiedsrichter. Her mit dem Elfmeter. Ja, und Lukas schießt den, ne? Wahrscheinlich. Lukas Mekka mit der Chance zur Entscheidung. Ja, macht ihn. Macht ihn knapp, aber macht ihn. 2-0 Führung, sechstes Saisontor von Lukas Mekka. Apropos Tore. Lassina Traoré ist ja aktuell beim Afrika Cup. Zwei Spiele, drei Tore. Der Junge ist in Topform. Schießt da Burkina Faso gerade ins Achtelfinale. So, gute Ballerobung von Björkan. Übrigens Marco Richter hier bei den Frankfurtern. Mekka, Mausehund, Bernadette wechselt. Ben Richards könnte da im 1 gegen 1 vorbeigehen. Macht es mit Bayer zusammen. Bayer in der Flanke, aber Pavlenka passt auf. Maxi Bayer hat den, sehr gut. Mani, Mausehund. Dedic und Sosa. Oh, Sosa für Thielmann. Riesenchance und Glück, dass der an die Latte geht, sonst wäre es hier wahrscheinlich nochmal deutlich spannender geworden. Maxi Bayer. Und die gelb-rote Karte für Ramon Sosa. War nicht sein erstes Spiel hier für die Eintracht, oder? Das wäre bitter. Björkan. Einwurf zu Willis, der da schon wartet. Mit Mekka wird geblockt. Pavlenka fängt ihn. Gut aufgepasst von Gechter. Mausehund fängt den Ball ab. Willis könnte ihn durchstecken. Richards. Curtis Jones probiert's. Naja. So, ich wollte kurz gucken. Ramon Sosa ist. Na, der dritte Spiel. Ist im Winter gekommen dann wahrscheinlich. Von Flamenco, ne? Ne, der ist tatsächlich schon seit einiger Zeit da. Er hat nie viele Einsätze bekommen, okay. Guter. Mit Richter kommt hier nochmal was von der Eintracht oder spielen wir das zweite Spiel in Folge zu 0. Klasse Tackling von Velis. Genau das brauchen wir. Mekka passt ihn dann einfach nochmal die Linie lang, um ihn nicht zu verlieren. Da wollte er den Turnover quasi vermeiden. Hat nicht ganz geklappt. Tut er auf einmal durch. Macht er nochmal was. Richter, nee, das war's im Deutsche Bank Park. Stegemann pfeift ab. Wir gewinnen 2 zu 0 gegen die Eintracht und das dann doch relativ verdient, gerade weil die Eintracht halt sehr harmlos war. Defensiv überragende Partie. Mausehund auch gut reingekommen. Dann Mekka mit dem Elfmetertor noch. Velis, klar, hat sein Tor gemacht. Bayer gut, Dardai gut. Rooney, Lara war ein bisschen wenig, aber das wissen sie. Egal, 2-0 Sieg. Hervorragend. So kann es auch weitergehen. Wer jetzt mittlerweile mit einem 7 zu 1 nach 3 Spielen und 9 Punkten. Perfekt. Es ist hier aktuell eine super Moral, das stimmt. Ja. Glückliche Spieler sorgen für glückliche Fans und der Verein, der an einem Strang zieht. So sieht's aus. Es war eine echt beeindruckende Leistung, selbst wenn man ihre jüngste Form im Hinterkopf hat. Oder sehen Sie das anders? Jeder hat 100% gegeben. Und daher haben wir verdient gewonnen. Gut begonnen hat der Spieltag am Freitagabend für die Wolfsburger und vor allem für Sekiri, der hier mit einem Dreierpack die Wolfsburger zum 4-1-Sieg gegen Hannover schießt. An sich okay, wenn die sich hinten die Punkte wegnehmen, ist für mich in Ordnung. Köln, wie gesehen, dreht das Spiel gegen Borussia Mönchengladbach, die damit weiterhin im Abstiegskampf. Dortmund gewinnt knapp gegen Union. Wir gewinnen in Frankfurt. Freiburg, Mainz nur mit einem Unentschieden. Ja, die sind eigentlich beide, ja, geht nicht viel nach oben, nicht viel nach unten. Wenn man das in der Phase der Saison überhaupt sagen kann, dann sind auch nur 6 Punkte nach unten. Aber, ne, ihr wisst, was ich meine. Bochum verliert leider 3 zu 1 gegen den HSV. Da wäre vielleicht der Anschlusstreffer von Winzheimer durch den verschossenen Elfmeter in der 17. Minute war das, glaube ich, ganz wichtig gewesen für die. Schade. Bayern gewinnt gegen Leverkusen. Damit Leverkusen wieder ganz schön nach hinten durchgereicht. Leipzig erholt sich mit einem 4 zu 0 aus der kleinen Krise, die Stuttgarter, gut, mit der
Roten Karte in der ersten Minute. Herr Opsal, was war denn da wieder los? Hä? Was war denn das für eine Idee, die man da hatte? Das sieht jetzt gar nicht mal so schlecht aus, wir scouten ihn mal. Durch die rote Karte kann man auch auf sich aufmerksam machen. Und die Fürther mit einem 2-2 gegen Hoffenheim. Damit wir weiterhin erstmal auf Platz 3. Ja, Mainz knapp dahinter, Hamburg 3 Punkte dahinter, Wolfsburg 4, Hannover 4. Also ist nicht viel Abstand, aber an sich sieht es bisher gut aus. Jetzt geht es am Donnerstag gegen Ferencváros nach Budapest und am Sonntag dann gegen die Münchner. Also zwei wichtige Spiele jetzt, die für uns als nächstes anstehen. Ich bin gespannt und hoffe natürlich auf 6 Punkte.